Fang ist stark. Das hätte ich mir, muss ich mir merken. Vielleicht muss ich irgendwas mit Fang machen an der Stelle. Aber gebracht hat mir das jetzt auch nichts daran zu ziehen, ne? Also irgendwie, da ist ja jetzt auch nicht irgendwie was... was passiert, was nützlich wäre. Oder ist hier jetzt irgendwie was gespawnt? Ne, hier ist auch nichts passiert. Wollte ich das sauber machen? Was bringt da? Was bringt mir das? Nix. Gut. Okay, damit kann ich Licht anmachen. Das bringt mir aber auch nichts. Und das hat mir auch nichts gebracht. Dann gehen wir weiter. Warum will der uns eigentlich so krass behindern? Wir haben ihm nichts getan. Zumindest nicht als Grindelwald. Molly braucht ihre Kelle. Okay, dann brauche ich Ron, weil du mit deinem Illuminati-Dings-Gedöns hier mal eben das Licht wegmachen kannst. Warte mal, wo ist denn die Kelle? Komme ich von da? Ich glaube ja, ich glaube ich komme von hier. Mal gucken, ob... So, kann ich hier irgendwas anmachen? Ist hier irgendwo eine Kelle? Okay, der schläft inzwischen. Hier ist auch keine Kelle oder so. Warte mal, du behältst das Licht gut. Okay, warte mal. Was passiert, wenn ich dich wecke? Nee, gut. Ist hier irgendwo eine Kelle noch? Nee, hier ist auch keine Kelle. Was passiert, wenn ich das da oben mache? Kommt dann. 1 von 5. Okay, gut zu wissen, dass ich mal wieder so durch Zufall das Richtige gemacht habe. Wo es hier noch kommt. Habe ich das schon gemacht? Deswegen wird mir das nicht angezeigt. Ich muss zugeben, ich bin gerade verwirrt. Aber das ist auch vollkommen okay. Was ist das hier? Kann ich das irgendwie? Das ist der Tannenbaum. Stimmt, wir sind Weihnachten hier, ja. Aber eine Kelle habe ich immer noch nicht, ne? Wo ist denn das fünfte überhaupt? Also das habe ich. Habe ich das hier schon? Eine Ecke, ja, das habe ich schon. Das habe ich schon, das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Das habe ich noch nicht. Okay, es wäre ein Charakter gewesen. Okay, aber dann habe ich den auf jeden Fall gefunden. Arthur Weasley, ich schätze mal, im Normalzustand. Nee, das ist auch nicht. Da muss die Kelle ja irgendwo hier sein, gell? Machen wir das Schloss hier mal auf. Da sie drin ist. Da ist die Kelle, die sie haben möchte. Guck mal, ich habe eine Kelle. Bitte schön. Und hier habe ich Licht. Nein, du sollst das Licht abgeben, du. Genau, und du machst jetzt das hier. Haha. Und du baust damit irgendwas. So, den können wir... Das ist in der Mitte das? Okay, dann setzen wir dich in der Mitte. Ich habe Pfeil nach oben gedrückt, habe ich so stand. Pfeil nach oben.
Setzen wir dich schon mal ein. Ja, nein, Grindelwald kann das nicht. Ich brauche dafür, Ron kann das auch nicht, Fang kann das nicht, Grippo kann das nicht, du kannst das nicht, nein. Ja, du kannst es auf jeden Fall. Blau, gelb, grün, rot. So. Jetzt das letzte halt noch, ne? Wo ist denn das letzte? Das ist ja gut, dann lassen wir die Stühle mal verschwinden. Vielleicht ist das irgendwo da. Oder hier. Da haben wir es auch schon gefunden. Haha! Und jetzt müssten wir eigentlich alles haben, würde ich gerade sagen. Wenn wir jetzt nicht alles haben, weiß ich auch nicht mehr. Gut, wir haben alles perfekt. Also zumindest, was wir hier jetzt brauchten, haben wir alles. So, was haben wir jetzt hier? So. Ja, du machst echt alles nur blöd, ne? Ich weiß gar nicht, warum der so einen Hass auf alle hat. Also ich meine, es gab schon Zeiten, da habe ich ihn verstanden, aber jetzt im Moment denke ich so, ich habe ihm doch echt gar nichts getan. Aber ich habe ihn freigeschaltet auf jeden Fall. Das ist auch nicht verkehrt. Ach so, ich muss mich ja, Harry kann wahrscheinlich das gleiche wie Harry, gell? So, was haben wir denn jetzt hier schön? Das kann man mal aufmachen noch. Und den Vorhang basteln. Da ich aber glaube, dass es da ja weitergeht, wechsle ich erst mal zur Hermine mit den Bücherregalen hier. Achso, das brauche ich, okay. Dann lass es bitte nochmal fallen. Noch brauchst du das nicht. Gleich erst. So. Ja, dann gehen wir auch hier dann auf jeden Fall lang. Und dann können wir die Tür aufmachen. Und gucken, ob wir... Ich weiß gar nicht, was uns noch fehlt, wenn uns noch was fehlt. Aber ich glaube, ich gehe eigentlich davon aus, dass uns noch was fehlt. Aua! Boah, wie gemein das ist, ne? Vor allem, wie lustig das auch noch findet. Das ist echt ein sehr, sehr netter Hauself, ey. So einen wünscht man sich doch echt nicht, oder? So einen, der deine Freundin K.O. schlägt. Ich hab gesagt, das gucken wir uns eigentlich nicht an, aber jetzt hab ich's doch angeguckt. Ah, verdammt. Sag mal. So. Davon habe ich sogar auch noch 3 von 3. Okay, gut. Damit können wir bestimmt mit. Sagen mit Aguamenti können wir das doch bestimmt schon mal voll machen, ja? Und dann bringt uns der Fisch den Sirius Black. So. Ja, anders können wir das auch machen, aber das bringt uns, glaube ich, nicht so viel. So, dann können wir.
das Ding kaputt machen. Und uns damit das erste Porträt von dem Ding hier holen. Die Uhr ist das. In der Uhr ist auf jeden Fall das zweite. Das heißt, die müssen Rodedöbel auch kaputt machen. Um hier das einzusetzen. Was ist das hier? Okay. Ach, das war hier der Keller, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da können wir auf jeden Fall einen Schüler retten. Und hierfür brauche ich den roten Zauber. Ja, Pfeil nach rechts bin ich doch am Drücken hier. Aber mich wundert, dass immer noch dieses eine... hallo? Okay, er hat gerade einfach nicht gemacht, aber... Damit werde ich leben. Nein, es hat ja dann doch funktioniert. Der Partykeller von Sirius. Damit kann ich auf jeden Fall das aufmachen. Bringt mir halt original einfach nichts. Okay. Gut. Ne, dann ist hier in diesem Keller auch tatsächlich nichts mehr. Mir fehlt aber noch Gryffindor. Also mir fehlt noch die roten Pfeile. Also wird mir ja angezeigt werden, schätze ich jetzt mal, ja? Also, so wie sonst auch. Ja, Tom Riddle kann das auch. Einmal bitte gelb, rot, grün, blau. Auch übrigens mal eine interessante Möglichkeit, dass Tatsache Lord Voldemort aka Tom Riddle bei Sirius Black zu Besuch ist. Ich würde behaupten, das kommt nicht so oft vor. Mit Grindelwald, wohlgemerkt, der ist ja auch dabei. So, das ist blau. Das ist gelb. Und das ist rot. Was? Ich habe Gryffindor echt übersehen? Und das, obwohl es mir angezeigt wurde? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da gehen wir dann doch direkt nochmal rein. Hey, wo habe ich das denn übersehen? Ja, das war in dieser Mission. Ja, irgendwie muss ich es ja übersehen haben, ne? Aber wo? War es nicht und ich habe es eben nicht eingesammelt, oder? Nee, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Ich muss es ja eben echt irgendwo übersehen haben, ne? Also...
auch eben keinen roten Pfeil gesehen. Also hier ist es auch nicht. Ja, jetzt machst du wieder, dass der Gitter durchdreht. Soll mir egal sein. So, dann wechseln wir mal zu Fang. Oder zu dir, du bist auch stark. Aber es bringt mir nicht das Gryffindor-Zeichen. Ich kann da nicht hoch. Ich kann da hoch. Haha. Ich will nicht sagen, ich hab's gefunden. Okay. Gucken wir uns hier doch mal kurz um. Das Hähnchen kann ja nicht so gut versteckt sein hier, dass man es nicht findet. Ja, das ist einfach schon eine Banane. Du möchtest aber ein Hähnchen, gell? Da hast du dein Hähnchen, perfekt. Guck mal. Geben wir dir dein Hähnchen, damit du glücklich bist. Was für ein Zufall, dass ich versucht habe, da hochzukommen, ne? So, einfach komplett random. Ja, damit können wir natürlich die Mission speichern und verlassen. Jetzt haben wir es nämlich nicht. Wir hatten eben übrigens auch alle drei. Ich habe das ein bisschen schnell weggedrückt eben, aber... Ja, so schlimm ist das, denke ich mal, nicht. Ja. Damit haben wir hier auch alle drei Charaktere gefunden und gehen dann zu ein riesiger Bierdose. Da fehlt uns noch alles. Was habe ich denn beim ersten Mal durchspielen gemacht, ey? Beide Augen zu? Scheinbar schon. Sieht zumindest so aus. Ja, okay. Das hatte ich halt noch nicht. Also ich hatte ihn halt noch nicht. Dementsprechend war das okay. Ja gut, wenn das alles so war, dann werde ich das halt nicht haben, ne? Warte mal, da ist noch was. Und warte mal, da leuchtet doch hier. Ja, komm, mach du mal erstmal das hier. Zack. Perfekt, wir haben Pinky freigeschaltet, Professor Umbridge. So. gut, okay. Huch. Ja, natürlich wollen wir die letzten Teller. Entschuldigung, ich bin gerade zu leise. Die letzten Teller brauchen wir natürlich auch noch. Um sie in die richtige Richtung zu drehen, ne? Um die Katze nach dorthin zu gleiten, um diesen Trank hier zu bekommen. Ach, wir haben die Katze durch die Teller geführt. Jetzt habe ich das auch verstanden. So gut, okay, wir werden erwischt, bla bla bla. Jetzt geht's hier mit Grindelwald und... in den Wald. Das muss man sich mal überlegen. Dolores Umbridge ist mit Grindelwald und Hermine im verbotenen Wald und läuft da rum, als wäre nichts.
Wohlgemerkt mit einem unbesiegbaren Grindelwald, ja. So, was machen wir denn hier jetzt Schönes mit dem? Okay, wir machen das und jetzt machen wir die Dinger. Aua, wir haben ein... Ja, okay, mussten wir halt machen, ne? Mussten wir halt machen, um weiterzukommen. Also machen wir das auch. Wir werden auch hier sicherlich alles finden. Dafür werde ich schon sorgen. Also nicht alles, sondern alles, was wir brauchen. Alles, was ich möchte, was wir finden, finden wir auch. Hierfür brauchen wir... Keine Ahnung. Irgendwas brauchen wir dafür. Mal gucken. Aua. Einmal zu Fong wechseln. Der kann hier express buddeln. Und dann haben wir hier... So ein Ding, was wir da hinsetzen können. Und wir haben so ein Ding, was wir da hinsetzen können. Jetzt haben wir noch... Warum hatten wir Ron Unterwäsche dabei? Jetzt haben wir noch hier Hermines Taschen, der wir einmal wühlen können. Mal gucken, was wir hier haben. Upsi. Interessant. Ich muss auch gestehen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß wieder, warum ich mich daran erinnern kann, aber gut. Das ist... Oh Mann, ey, was macht dieses Spiel schon mit mir? Oh, sag mir doch nicht mal direkt, was ich machen muss, Spiel. Aber immerhin kann ich hier Aguamenti auch benutzen, ne? So. So. Guck mal, die habe ich, glaube ich, das erste Mal auch nicht gefunden gehabt, die Punkte. Oh, warum kann ich nicht einfach weiter? Hey, was muss ich denn noch machen, um weiterzukommen? Ich gebe das Spiel gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich müsste man doch hier hochkommen, oder nicht? Muss ich hier irgendwas kaputt machen oder so? Spiel, mach doch nicht sowas mit mir. Aber wofür habe ich denn diese Dinger hier zusammengesteckt? Ich muss doch dann da hochkommen. Über die Dinger, oder nicht? Als ob mir jetzt diese Spielzeugspinne, auf der man reiten kann, hier diesen, den Blick hier drauf versperrt hat, ey. Unglaublich. Nein. So, damit haben wir dann auch das Ministerium, das Rätsel gelöst, wie man hier weiterkommt. Obwohl, okay, eigentlich hätte ich schon ein bisschen... Ach, das ist so ein drehendes Ding auch noch. Viel zu aufwendig. So, damit haben wir auf jeden Fall auch Hufflepuff gefunden. Genau, Hufflepuff ist es. Jetzt hätte ich gerne einmal einen Weasley. Den haben wir hier. Mit dem machen wir hier einmal bitte direkt Feuerwerk. Immer wenn ich mit dem Feuerwerk mache, erinnert mich das irgendwie an den Song von Katy Perry, aber ja, es ist was anderes.
Au. Oh. Ach ja, ich war ja mit Ron gar nicht hier in der Mission drin. Das war ja direkt mit Termine und so ein Kram. Nur, warte mal. Wo sind jetzt die ganzen Dinger gespawnt? Na gut, die sind inzwischen weg. Lass mich doch in Ruhe. Ich nerv euch doch auch nicht so krass, eher. Ich wollte gerade sagen, kann das jetzt mal aufhören? So. Achso, die So, jetzt müssen wir leider die schönen Blüten abschneiden, die diese Hecke trägt oder diese Wand aus Pflanzen. Das heißt, wir schnibbeln uns den Weg frei. Und gehen dann mit Grindelwald weiter. Mal gucken, was noch alles so kommt. Ja, gut, okay, sie ist sauer, bla bla bla. Ach, kann ich überspringen. Hier ist noch was Blaues. Was haben wir denn da in Blau? Interessant. Ich muss also irgendwas hier machen. Aquamenti? Nein, das ist nicht so einfach. Nein, 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 nein. Das habe ich nicht hingekriegt. Gut, okay. Ich meine, damit soll es auch für diese Mission gewesen sein. Wir müssten da jetzt eigentlich alles haben. Und damit gehen wir wieder zurück zum tropfenden Kessel. Mit unseren 1,9 Milliarden Stats inzwischen. Haben einen Schüler gerettet, haben 132 goldene Steine, 33, Entschuldigung, das sind nicht 32, sondern 33 Steine. Was natürlich sehr, sehr erfreulich ist. Okay, da haben wir natürlich zwei Charaktere jetzt nicht, aber das ist auch nicht so schlimm.